liebe Freunde des Fußballs, herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16 Karrieremodus mit dem ersten FC Kaiserslautern. Und nach der letzten Partie in der Testrunde, was heißt Testrunde, ist ja eine Champions Trophy, ist ja immerhin ein Pokalspiel, englische Pokalspiel, Preisgeldpokal oder wie es auch immer heißt, geht es jetzt nach der Partie gegen Wolverhampton, geht es gegen eine türkische Mannschaft, die in der ersten Liga in der Türkei spielt. Gaziantepspor oder wie es genannt wird, ich weiß nicht, tut mir leid, wenn ich es falsch genannt habe jetzt, aber gehen wir mal das Spiel an. Ich bin mal gespannt, wie wir die hier jetzt schlagen können. Die sind bestimmt etwas stärker, wenn sie in der ersten Liga spielen. Wird mich nicht wundern, wenn ich jetzt hier eine auf die 12 kriege. Ja, da bin ich mal gespannt. Leute. Ja, nur zwei magere Punkte, noch kein Tor geschossen in dieser Karriere. Wir warten immer noch auf das erste Tor. Und ich hoffe, es ist jetzt in dem Spiel mal soweit. Dritter Spieltag in der Gruppenphase. Was erwartest du dir, Buschi? Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie erstmal taktieren. Gaziantepspor vor uns und erzwingen, ja, muss Türkei. Hier kein Team etwas. Gut. Ja, Leute. Drückt mir die Daumen. Jetzt geht's um die Wurst. Der Startschuss für ihre dritte Partie. Drei Punkte wären mir am liebsten. Ist erfolgt. Und wir hoffen alle auf einen, dass wir hier in der Gruppe wieder was vorkommen. Und das ist unsere Chance, kurzen Blick und auf gleich die Einwurf zu werfen. Für Gaziantepspor. Wir wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Dem hier. Ja, die fange schon gut an hier. Und er hat den Ball. Cibilko. Ja, zu steil. Kommen wir nicht mit ran. Der Ball ist im Aus. Wieder Einwurf für Gaziantepspor. Ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig betone, aber naja, ihr könnt es mir ja schreiben im Kommentar, ob ich es richtig genannt habe. Und den Ball hat er sich geholt. Da ist der Ball weg. Und schießt doch mal drauf. Ach. Ah, den Ball schon verloren anscheinend. Gut, Tür. Super Timing, den Ball holt er sich. Schwierig. Noch haben wir es im Griff, die Jungs, aber der Verteidiger stört ihn. Die sind schon was stärker als die vorherigen beiden Gegner. Ja, der schubst und drückt und es wird durchgelassen vom Schiedsrichter. Wenn ich mal ein bisschen ziehe hier, dann pfeift er gleich ab. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Der Ball kommt gut. Und er schießt. Boah. Den hält er aber den Ball nicht. Und auch hier ist er zu schnell. Da war das Glück gehabt dabei. Oh. Mein lieber Freund, ey. Alpha. Guten Ball hier. Du spielst den Ball hin, bitte. Doch nicht wieder an den gezielt. Massa. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Ja, ob man diese Markierungspunkte was heller machen könnte hier. Das Dunkelrote sehe ich über den Köpfen gar nicht. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Zimmer. K. Jetzt aber mal, jetzt. Und eine schöne Flanke nach innen. Ach, der schnappt da mal den Ball noch vor der Füße weg, bevor ich Flanke konnte. Marcel. Ich mache jetzt Seitewechsel, jetzt machen sie wieder ihr Tiki-Taka-Geschisse da. Kommst du wieder gar nicht dran. Da
passt er auf. Und dann wird der Ball vom Mann abgefangen. Irgendwie gibt es wieder nichts hier. Sie holen sich den Ball. Aber ich arbeite dran, Jungs, dass ich hier immer noch ein Tor knalle. Ich noch mal ein Tor hinschießen kann hier. Gefährliche Flanke. Und. Den hält er. Erste große Chance für unseren ersten FC Kaiserslautern. Und damit ist der Ball weg. Und wir sind jetzt dran. Wir sind am Drücker. Ecke. Müsste Ecke geben. Es gibt Eckball. Ja, es gibt Eckball. Jetzt knallt's. Jetzt rappelt die Kiste. Da kam er genau richtig. Super gemacht vom Verteidiger. Der Gegner war dran. Noch ein Eckball. Noch eine Ecke. Jetzt muss man es doch mal hier gebacken kriegen. Doch, hier geht da die. Kommt er hin und nix war's den der. Ball weg. Und die können den Ball nicht mal richtig annehmen. Der springt gleich weg und der Gegner hat ihn wieder. Das kotzt mich an. Jetzt gibt es einen Einwurf. Ein Glück Einwurf. Er wirft den Ball schnell ein. Tolle Flanke. Das könnte. Und wer ist da? Da ist Kenner in der Regel gespielt, ja. Ach ja. Ah, da wollte ich wieder mit dem Kopf durch die Wand, aber noch sind wir am Drücker. Wir haben es gut im Griff momentan. Bin ich doch recht erstaunt. Oh, oh. Jetzt machen sie wieder ihr Tiki-Taka. Ja, ihr dürft nochmal hin und her spielen. Larsson. Ach, spring am Ball vorbei. Eine Minute geht's oben drauf. Weg damit. Weg damit mit dem Ball. Da kommt der Schuss. Tormann, Tormann. Das war wichtig. Und da ist die Halbzeit auch vorbei. Pause. Bisher kein Team mit weiterhin torlose Partie. 0-0. Kein Tor für mich. So, die erste Hälfte ist jetzt Schande also über mein Auge für den Neuzugang. Also er kann jetzt müssen wir mal sehen. Ich lasse die Mannschaft so stehen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Die zweiten 45 Minuten laufen jetzt also hier. Und wenn mal würde ich ja gerne Ring spielen lassen, aber der ist verletzt. So muss ich Karl spielen lassen. Alpha. Nächste. Na, die Flanke hat er. Tormann wieder vorm. Der Torhüter gekonnt den Gegentreffer und damit den Rückstand. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Klich. Klich. Komm, schicken, schicken. Gauss. Nein, mit so weit. Die Flanke kommt gut rein. Ach, Kacke. Den habe ich mal wieder so weit vorgelegt. Kam ich nicht mit so einer Flanke. Ach, mit der Scheiße an der Finger. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Es ist Bewegung auf der Bank. Gleich kommt es zum Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gut. Ball erobert. Super Flanke. Jetzt. Da ist es. Das erste Tor. Ja. 1-0. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Klasse gemacht. Klasse Ball erobert. Klasse reingeflankt. Über den Kopf, über den Tormann. Ein glücklicher in die Maschen rein. Wir schauen aber kurz auf den Treffer. Yes. Mit Köpfchen. Und wir halten fest, da hat sich das Training wirklich ausgezahlt. Jetzt bin ich erleichtert, Jungs. Jetzt sehe ich vielleicht in der Tabelle an, so schlimm aus. Mit den zwei Pünktchen. Jetzt sind wir bei 5 Punkte in der Vorbereitung. Bei diesem Champions Trophy Cup oder wie es auch heißt. Jetzt müssen wir sehen, und dass wir die, den ersten Treffer. Die Punkte einfahren und jetzt nicht Nummer 1 kassieren. Gleich wird er hier hinterher. Peter Cech ist zu Arsenal gewechselt und verlässt Chelsea. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit.
So, gleich wird hier gewechselt. Jo, Bewegung an der Seitenlinie. Ja, jetzt fangen die an. Jetzt fangen die an. Das habe ich mir gerade gedacht hier. Das ist die Chance. Ja, Wigte mit Klären. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Das Tor sehen wir nochmal in der Wiederholung. Sehr schön gemacht, klasse. Hinter den Ball und dann ist er im Netz. Da konnte der Torwart nichts mehr machen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir jetzt keine fangen durch den Standard. Ja, schön geklärt. Und vielleicht der Konter. Und das war's. Ach, ach, den schießt er direkt auf den Mann. Warum schießt er denn nicht an dem vorbei? Mein Gott. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe. Marcel. Und jetzt ein Zweikampf. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Unnötiger Ballverlust. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Boah, der kriegt den Ball nicht richtig angenommen. Springt gleich ab vom Fuß und der Moment hat ihn auch schon wieder der Gegner. Klaus. Löwe. Nein. Karl. Zu steil. Mit dem Pass hat er keinen Mitspieler erreicht. Ah. Ja, wir sind gut dabei. Wir haben sie noch gut im Griff. Sie jetzt reagieren und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Cibilko. Es wird gleich den Wechsel geben. Ja, bei der nächsten Unterbrechung. Holt ihr den Ball? Jawohl. Aber shit abgespielt wieder. Das war jetzt kein Foul, hä? Tormann. Souverän gemacht vom Torwart. Jetzt komme ich doch nochmal hin, ein bisschen in Bredouille. Weg damit. Und jetzt wird es Einwurf geben. Die Wechsel nochmal. Larsson. Nein! Eckstoß und damit die Chance, hier den Ausgleich zu erzielen. Jetzt wird es doch noch spannend, letzte 10 Minuten. Nicht, dass wir jetzt noch das 1-1 kassieren und ja, das war's dann mit der Champions Trophy. Mit dem Kopf! Weg damit! Cibilko. Ohohoho. Und bei der nächsten Unterbrechung leckt kommt der mich. Wechsel. Der Fett, neue Mann steht schon bereit. Klich. Klich geht jetzt mal ein bisschen sechs ab hier. Minuten haben wir hier noch. Er passt ihn auf den Flügel. Schussversuch. Und da, macht er ihn rein. Da ist es 2-0. Jetzt ist es passiert. Die Entscheidung im dritten Testspiel. Gleich zwei Tore, richtig schön wieder zurückgepasst. Und hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Klasse, du. Wer war es? Glich? Ja, ich glaube, es war Glich. Ja, Glich mit dem 2-0 in der 86. Spielminute. Ja, super so. So gefällt mir das. Jetzt steht es 2-0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Das gibt mir super Ruhe. Das glaubst du aber. Da geht er gut dazwischen. Dem jetzt. Hier. Super Tor. In den Pfosten und dann rein. Eine Mischung aus Können und Glück. Dieser Treffer, Buschi. Ja, stimmt. Ja, klar, der erste Gegentreffer, auch kassiert, alles in einem Spiel. Gut, dass ich zwei Tore rein führe. Das kannst du eigentlich nicht so wirklich planen. Oh, der war super getroffen. Boah. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive.
War mal Pech, dass er vom Innenpfosten reingeht. Ah, gut, naja, jetzt müssen wir halt aufpassen. 2-1, hier ist noch alles drin. Jetzt müssen wir auf sicher spielen hier. 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr. Klich. Der Angriff könnte was werden. Das ist ein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier. Haben Sie Glück gehabt, das wäre 3-1 gewesen. Ja, ganz knapp. Ja, es ist ganz knapp. Ganze Meter am Abseits hier. Ah ja. Okay. Jetzt pfeife aber auch ab hier. Ein Tor wäre wichtig gewesen, aber der Abwehrspieler ist rechtzeitig da. Ja, da ist es. Knappe Nummer. 2-1 der Endstand. Sieg! Mit einem knappen Sieg. Ich bin erleichtert. Ich habe auch mein erstes Tor der FIFA 16 geschossen für diese Karriere. Und da feiern sie die Jungs, jawohl. Das war gut, was er heute angeboten hat. Super, Leute, hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg. Ich hoffe, es hat euch diesmal gefallen. Diesmal war es kein mageres 0-0, sondern ein klasse Spiel mit drei klasse Tore, muss man sagen. Und gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da, gebt mir einen Kommentar. Was kann ich noch verbessern? Was wollt ihr sehen? Keine Ahnung. Ich werde mich schon mal verabschieden für heute Abend und sag mal tschüss, euer Chris. Super Flanke.